Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben einen neuen Konsul, Appius Claudius heißt er, so wie der vorherige, aber jetzt nicht Caecus, sondern Caudex. Er ist 46 Jahre alt, also noch relativ jung, und er ist redegewandt, hinterlistig und ambitioniert. Ein bemerkenswerter Charakter, würde ich sagen, aber den haben wir schon kennengelernt. Jetzt soll es um die anderen Ämter gehen, die natürlich mit ihm, gleichzeitig mit der Konsulatswahl, wie gewohnt vergeben werden. Ich habe noch eine weitere Änderung in meinem System eingeführt, um noch ein bisschen mehr Würze reinzubringen. Und zwar geht es um die Statthalterschaften. Das will ich kurz erläutern. Ich habe es auch in meinen Hausregeln vermerkt. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Bisher war es ja so, dass ich die Statthalterschaften frei dem jeweiligen Konsul überlassen habe. Der Hintergedanke war der, dass der Konsul Bewegungsspielraum braucht, um die Familien zu befrieden. Allerdings reichen, habe ich inzwischen gemerkt, die 4 Forscherpositionen plus der Arzt reicht dafür bisher problemlos. Insofern will ich mit den Statthalterschaften ein bisschen mehr machen, denn sie waren auch historisch von größter Bedeutung für Rom. Das will ich ein bisschen mal zugespitzt erläutern, warum das eigentlich so wichtig war. Wie ihr vielleicht wisst, waren die politischen Ämter in der Antike reine Ehrenämter. Es gab also keine Bezahlung, kein Gehalt dafür, keinen Lohn, sondern Ehrenämter in dem Sinne, es war eine Ehre, die inne zu haben, aber man musste das Ganze auch komplett selbst finanzieren und dementsprechend war das schon eine erste Zugangsschranke. Man musste sehr wohlhabend sein, dass man überhaupt eine politische Laufbahn einschlagen konnte. Denn der Wahlkampf war teurer, man musste seine Klienten zahlen, Geschenke zahlen, sich bekannt machen, sicher auch Schmiergeld zahlen, Bestechung und all solche Geschichten. Und dann, wenn man dann in einem Amt war in Rom, war das häufig auch nicht sonderlich lukrativ, sondern erstmal sehr ehrenvoll. Man ist natürlich dann irgendwo aufgestiegen, aber manche hatten dann auch richtig Schulden nach dieser Zeit und dann kam die Statthalterschaft und das war wirklich für viele eine hervorragende Gelegenheit, wenn sie ein Jahr irgendwo Statthalter gewesen sind, so richtig viel Geld zu scheffeln, die örtliche Bevölkerung, die ja weit weg, das Ganze war weit weg von Rom, richtig auszupressen und in die eigene Tasche zu wirtschaften. Da sind Leute also wirklich als reiche, gemachte Männer zurückgekehrt. Insofern ist das eine sehr begehrte Angelegenheit und deswegen will ich das jetzt auch ein bisschen besonders handhaben. Ich werde es so handhaben, dass nach wie vor Statthalter dürfen nur römische Personen sein, Bürger sein, die vorher irgendein anderes Amt hatten. Und es dürfen auch durch Konsuln besetzt werden, durch ehemalige Konsuln, das ist wichtig. Und das wird besetzt nach dem Volkstribun, also noch vor dem Zensor. Und dann zähle ich hier wieder Macht und Beliebtheit und die beiden mächtigsten und beliebtesten, die schon vorher ein Amt hatten, die bekommen das und zwar in der Reihenfolge der Größe der jeweiligen Region. In diesem Falle also zuerst Magna Graecia und dann das Cisalpine Gallien. Und insofern sind also die beiden mächtigsten und beliebtesten Charaktere jetzt hier Provinzstatthalter aktuell. Sie dürfen allerdings nicht zweimal hintereinander Provinzstatthalter sein, das ist dann doch schon mal die Regel. Aber das führt dazu, dass ehemalige Konsuln das geworden sind. Publius Cornelius Barbatus, der ist Familienoberhaupt der Cornelia-Familie. Und im Cisalpinen Gallien ist es Gaius Sempronius Bobulcus, der Familienoberhaupt ist der Semproni und ich glaube auch Fraktionsanführer der Popularen. Also das sind jetzt wichtige Personen, die sich dort auch noch weiter bereichern können. Das bringt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spannung mit rein, möglicherweise noch mehr Macht auf einzelne Figuren, die nicht in Amt sind. Das könnte noch interessant werden. So, zu den anderen Ämtern. Ihr findet übrigens hier rechts dann immer Konsul, zweiten Konsul, die Statthalter und den Volkstribun. Zu den anderen Ämtern, die noch besetzt wurden, zuallererst eine neue Person als Volkstribun, Manius Curius Dentatus. Natürlich ein Popular und natürlich aus keiner großen Familie, darauf will ich ja achten. Er ist dennoch berühmt, willkürlich, ambitioniert und bestimmt. Ja, vielleicht auch ein Charakter, der zum Aufstieg bestimmt ist. Wir machen weiter mit dem Zensor. Das ist der alte Konsul, Appius Claudius Caecus, der ist Zensor geworden. Und dann haben wir diese 3 wichtigen Ämter. Und davon sind 2 neu. Marcus Sempronius Paulus war vorher Forscher, ist nun hier Prätor. Wir haben den Militärpräfekten Publius Sempronius Saverio. Nicht zu verwechseln mit einem gleichnamigen Mann,
Dieser hier ist der Jüngere, so nenne ich ihn mal. Sehr talentiert. Und dann haben wir Lucius Postumius Megellus, der war vorher, glaube ich, Volkstribun, hat dadurch Popularität gewonnen und ist jetzt hier Militärtribun. So, das sind die wichtigsten Ämter. Die beiden sind ja auf Lebenszeit und der Rest, die habe ich aufgefüllt und mit passenden Kandidaten, guten Kandidaten auch besetzt. Bei den Forschern sind wir relativ stark aufgestellt. Okay, das zum Thema Wahl und Ämter. Das nächste Thema, um das ich mich kümmern möchte, ist das Thema ja, dieser leidigen Bündnispartner. Das müssen wir uns jetzt nochmal genau angucken. Gibt es da die Chance, hier den Tributstatus zu erreichen? 57, 90. Wir sind bei 69 und haben irgendwie den Zeitpunkt wieder verpasst. Ich weiß gar nicht, wie weit konnte ich dann jetzt noch Beziehungen verbessern? Okay, ich kann also nochmal auf 11 mehr kommen, also auf 80. Hier wird immer mit die Hälfte der Beziehung mit eingerechnet. Plus 34, so warte mal, also der Abstand ist doch noch gehörig. Wir können also auf dem Weg noch 5 bis 6 Punkte machen, sind wir bei 81. Wir können noch ein Geschenk senden, das sind auch nochmal 12 bis ja, 12 Punkte. Sind wir bei 93, aber da sind wir noch lange nicht bei 120. Tja, potenzielle Stärke, kann man die noch erhöhen? Eine Sache gäbe es noch, wir könnten unsere Haltung verändern. Fällt mir ein. Wartet mal, wir sind im Moment dominierend. Wir könnten, das kostet allerdings auch 30 Einfluss, wir könnten beschwichtigend werden. Das führt dazu, dass Meinung unserer Verbündeten plus 25 steigt. Außerdem höheren Verfall der aggressiven Expansion, das ist auch eine gute Sache. Ich würde sagen, wir machen das mal. Wir versuchen das nochmal hier zu optimieren. Und dann werden wir hier jetzt nochmal in Beziehung verbessern, investieren. Und dann müssen wir den Zeitpunkt mal abpassen, wenn wir da am Maximum angekommen sind. Wir müssten da also über 100 jetzt kommen, um dann noch ein Geschenk zu senden und dann klappt es vielleicht. Wie sieht es hier aus? 87 von 120. Hier sieht es ein bisschen besser aus. Ach so, weil die Meinung ja auch deutlich besser ist. Okay, was können wir hier noch an Beziehung? Auch nochmal plus 11. Na los, machen wir das hier auch. Und wo wir gerade beim Thema Beziehung sind, wir sollten auf jeden Fall auch zu Etrurien die Beziehung verbessern, zu den Etruskern. Aber das können wir nicht, weil ich kürzlich hier noch ein Territorium verschenkt habe. Gut, soweit dann zu diesem Thema. Jetzt noch was anderes Wichtiges. Und zwar eine Sache, für die wir bisher immer keinen Einfluss übrig hatten, die aber durchaus für uns sehr bedeutsam ist, nämlich die Provinz, die Statthalterstrategien. Die sind deshalb bedeutsam, weil wir auf diesem Weg natürlich die Assimilierung vor allem vorantreiben können. Ich sortiere das mal hier nach Gesamtbevölkerung, das heißt nach Wichtigkeit der einzelnen Provinzen. Ihr seht es, Latium ist natürlich am wichtigsten, da haben wir Handel fördern, das ist perfekt. Aber Apulien, 5% integriert. Hier sollten wir die Statthalterstrategie, kostet halt einen neuen Einfluss, ändern auf kulturelle Assimilation. Dodekapolis, da werden wir nichts verändern, weil das ist das, was wir an Etrurien abgeben wollen. Kampanien mit 110 will ich auch verändern auf kulturelle Assimilation. Hier sind wir schon dabei in Tuskien, das ist gut. Wir haben 31. Lasst uns hier noch einmal, also 31 Einfluss, lasst uns das hier auch nochmal verändern. Okay. Gut. Dann soweit das. Das nächste Thema, ich gucke hier nochmal. Ich glaube, mit den Sklaven ist das soweit in Ordnung. Wir achten mal darauf, wenn die Mine fertig gebaut ist. Da müssten wir dann einen schönen Handel bekommen. Ja. Und zu guter Letzt, denke ich, sollten wir auch mal ein bisschen im Auge behalten, was eigentlich unsere Fraktion will. Und hier ist ganz interessant, Besitztümer gewähren. Die wollen, Rom hat Familienoberhaupt mindestens 5 Besitztümer gewährt. Uiuiui, das ist natürlich eine Menge Familienoberhäupter. Wer sind denn die Familienoberhäupter? Familienanzeigen. Ach, schaut mal, unser aktueller Konsul ist selbst Familienoberhaupt. Ja, ich würde sagen, das traue ich ihm zu, dass er auch in die eigene Tasche wirtschaftet. Und hier unser Freund von den Optimaten, Barbatos, ist selber auch Familienoberhaupt. Das könnte man mal so nach und nach mal machen. Wir gewähren hier mal ein Besitztum. Die Frage ist immer, nach welchem Kriterium gewährt man jetzt hier Besitztümer? Finde ich jetzt ein bisschen schwierig,
Irgendwie. Nach der Anzahl. Die reichsten, also die mit den meisten Bevölkerungen, mit den meisten Sklaven vielleicht. Machen wir das mal. Das finde ich vielleicht auch ganz gut. Canusium werden wir mal vergeben. Das gibt natürlich Korruption. Oben verliert nochmal Geld. Wir sollten es nicht übertreiben. Lassen wir es erstmal bei der einen. Das müssen wir nach und nach Jahr für Jahr erledigen. So, aber Leute, jetzt kommt die noch viel entscheidendere Frage. Der letzte Punkt, den wir jetzt klären müssten. Heute ist viel vorweg zu klären, entschuldigt. Und zwar das Thema Mission. Darauf wartet ihr sicher gespannt. Also, es gibt drei mögliche Missionen jetzt für uns. Unterwerfung der Griechen. Diese Mission gilt als abgeschlossen, wenn wir ganz Griechenland annektiert haben. Die erste Provinz erobert, unterwerft oder kolonisiert die Inseln Korsika, Sardinien und Sizilien. Oder Gallien diesseits der Alpen. Erobert oder unterwerft das Gallien diesseits der Alpen. Ich würde mal sagen, die Unterwerfung Griechenlands, die schließe ich jetzt mal aus. Das ist sowohl was die Gegner betrifft hier, die Antigoniden, Epirus, eine Hausnummer, glaube ich, erstmal zu groß. Und zweitens auch überhaupt nicht unser Spielfeld. Das bietet sich jetzt gar nicht an. Damit hat man derzeit noch gar nichts wirklich zu tun. Insofern also die Frage, die Inseln oder dieses cisalpine Gallien. Bei den Inseln muss man sagen, das würde ein Konflikt erstens mit Karthago nach sich ziehen, zweitens ebenso mit Epirus, weil Epirus ist hier auch schon, hat auch schon Fuß gefasst. Natürlich könnte man argumentieren, je früher, umso besser, dann wird der Gegner nicht stärker. Aber um ehrlich zu sein, ich sehe uns noch nicht in der Situation und der Position, einen Krieg gegen Karthago gewinnen zu können. Wir haben natürlich durch unsere Bundesgenossen relativ viele Männer, die irgendwie mitkämpfen. Was wir überhaupt nicht haben, sind ausreichend Schiffe. Wir haben auch nicht die Finanzen, um eine wirklich größere Flotte gut finanzieren zu können. Wir haben selber noch keine Legion. Auch die können wir noch kaum finanzieren. Insofern bin ich dort im Moment sehr, sehr skeptisch, ob uns das überhaupt gelingen würde. Und ich tendiere dazu, erst einmal das cisalpine Gallien zu unterwerfen, weil erstens das, glaube ich, also deutlich einfacher ist und schneller geht und wir dadurch auch stärker werden. Zwar nicht, was Männer betrifft, was unsere Armeegröße betrifft, aber was Einkommen betrifft. So, insofern, es wird vermutlich dann auf Kriege gegen Taurinien und Insubrien hinauslaufen. Insofern werde ich jetzt diese Entscheidung so treffen und wir werden erstmal mit Karthago und Epirus vermutlich auch Frieden wahren, wobei Epirus, falls es da zum Konflikt kommt, da könnte man schon mal was tun. Aber wir werden das jetzt hier erstmal angehen. Die Stämme Italiens und Galliens im Norden beherrschen das fruchtbare Padustal und versperren unseren Landzugang zum Norden. Wir müssen diese erbärmlichen Stämme beseitigen und das reiche Land diesseits der Alpen für Rom sichern. Wir beginnen diese Mission und gucken wir uns jetzt mal diese Details an. Das erste ist Landgewinn in Senonien. Wir besitzen dort schon ein Land, das heißt, das ist schon aktiv. Das dauert aber jetzt erstmal 180 Tage. Das Schöne ist, weitere römische freie Männer lassen sich dort nieder in Ariminum. Das ist doch sehr schön. Den Anspruch benötigen wir, glaube ich, nicht. So, wir gucken, werfen mal einen Blick schon auf das nächste. Und das sind diese beiden Sachen. Das gucken wir uns nachher mal an. Und hier sehen wir müssen das erobern. Und aha, schaut mal, das Padustal ist eigentlich schon in unserer Hand, aber dieses eine Territorium fehlt. Das heißt, es wird auf einen Krieg gegen Taurinien und gegen Insubrien hinauslaufen. Insubrien ist mit 419 Bewohnern schon sehr, sehr, sehr stark. Wenn sie die alle mobilisieren können, ist das heftig. Taurinien mit 216 nur halb so stark. Insofern wird es oft ein Krieg als nächstes gegen Taurinien hinauslaufen. Taurinien hat auch keine Bündnispartner, wenn ich das richtig sehe, was schon mal gut ist. Das bedeutet aber, dass wir einen Kriegsgrund brauchen und den müssen wir jetzt erstmal uns organisieren. Und genau dafür habe ich die 22 Politik Einfluss gelassen. Also Anspruch fingieren. So, und zwar, weil es in Arni, das ist das Gebiet da unten, das passt ganz gut, nehmen wir das. 1. April 472, alles klar. Okay, dann haben wir tatsächlich jetzt nicht mehr zu tun. Jetzt läuft erstmal die Debatte über die Geschichte Landgewinn in Senonien. Viele gallische Stammesangehörige flohen aus
Ariminum in die nördlichen Nachbarstämme. Senator Marcus Sempronius Corvinus schlägt vor, ihr Land an Militärveteranen und mittellose römische Familien zu verteilen. Diese Bewilligungen werden sicherlich unsere gallischen Nachbarn eher verärgern, die in der römischen Expansion eine Bedrohung sehen und es als Hinweis auf die zukünftige römische Expansion weiter nördlich nehmen. So, ausgezeichnete Idee. Römische freie Männer ziehen in im Besitz befindliche gallische Territorien in Ariminum. Wir können das noch fördern. Ah, okay, da bekommt man dann noch ermutigte Landgewinnung hinzu für 10 Jahre. Zwar reduzierte Zufriedenheit lokaler Bevölkerung, aber erhöhte Assimilierungs- und Konvertierungsrate. Das ist sehr gut. Das sollten wir auf jeden Fall fördern. Machen wir. Das ist erfreulich. So, Etrurien baut hier auch direkt schon mal neue Trireme. Das ist ganz gut, wenn sie uns auf diese Weise auch unterstützen können. Und es müsste auch wieder Möglichkeit geben, Territorien zu verkaufen. Nehmen wir mal das hier. Wie viel Geld können sie uns geben? Wieder 5 Gold. Na doch, ist doch schön. So, wisst ihr was? Eine wichtige Entscheidung haben wir leider vergessen zu treffen. Dadurch kommt jetzt der Rhythmus ein bisschen durcheinander. Wen wollen wir huldigen? Ich würde sagen, angesichts schwieriger Kämpfe, die wir zu bestehen haben, würde ich sagen, ist Mars mal wieder dran. Okay. Diese Disziplinverbesserungssteigerung können wir gut gebrauchen. So, hier Tarentum, darauf wollten wir noch achten. Und Sipontum, da können wir noch 4 verbessern. Ach, hier sind schon wieder Piraten unterwegs. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber ich will das im Moment nicht finanzieren, die Piratenjagd. Plus 5. Naja, gut. So, und wenn wir jetzt wirklich diese Besitztümer raushauen, kostet uns das auch 40 Gold jeweils. Das ist auch heftig, ne? Ja, wir machen das erst im Oktober, wir machen das jedes Jahr ungefähr. So, was ist hier? Konsul Manius bietet Freundschaft an. Wir haben einen Gesandten von Konsul Manius Coruncanius, Herrscher unseres Untertans Umbrien, erhalten. Er bietet unserem Herrscher seine persönliche Freundschaft an. Ja, das kann nie schaden. Ich würde sagen, das könnte nützlich sein. Das ist eine gute Sache. Okay, mit wem will er sich eigentlich anfreunden? Mit Manius. Mit Quintus, mit welchem Quintus auch immer, wird uns leider da nicht richtig gesagt. Römer besiedeln Senonien. Jetzt ist es vollbracht. Die Besiedlung von Ariminum ist bemerkenswert gut verlaufen und viele Grundbesitzer haben sich bereits auf ihren Höfen niedergelassen. Dies wird uns sicherlich dabei helfen, die alten senonischen Gebiete zu kontrollieren und die Integration des Gebiets als italienischen und nicht als gallischen Stützpunkt zu erleichtern. 12 römische freie Männer ziehen in im Besitz. Oh, das ist ja wirklich gut. Das gucken wir uns gleich mal an, ob wir die wiederfinden. Ariminum. Schaut mal, 27 Pops sind insgesamt in der Provinz. Davon tatsächlich jetzt 12 römische. Das ist doch toll. Ja, super. Das ist toll. Ob das auch schon Konsequenzen hat für unser Militär? Ich glaube ja. Das ist hier um, ich glaube, 2 Punkte sogar angestiegen. 1000 Mann vielleicht. Vielleicht auch nur ein Punkt. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Sag mal, die Mine ist ja auch schon gebaut, ne? Das wollte ich mir auch nochmal angucken. Die Mine. Wir handeln jetzt nach Lucanien. Eisen. Und wie viel verdienen wir jetzt dabei? Schaut mal. 0,5. Das ist echt super. Das ist echt ein schönes Einkommen, dass man durch diese mehr Produktion erhalten hat. Sklaven sind großartig. In dem Zusammenhang würde ich aber gerne eigentlich doch nochmal probieren, diesen Handel zu unterbinden, damit wir hier diesen Bonus noch bekommen. Also, ja, leider, diese tolle Exportroute, verlieren wir natürlich wieder Einnahmen, aber die will ich rausnehmen. Ich glaube, der Grund ist, warum das warum das passiert ist, dass wir irgendwie kurzzeitig einen Sklavenüberschuss dort haben. Dadurch haben wir den Überschuss rausgehandelt und dann ist der Sklavenüberschuss wieder weggegangen und deswegen ist das passiert. So, wir haben im Übrigen auch meines Erachtens ausreichend Getreide. Ich glaube, wir können es uns auch wieder erlauben, den Getreideexport hier zu starten. Das müssen wir ein bisschen beobachten, aber ich denke, das sollte gut für unsere Bilanz sein. Wir importieren nicht länger Oliven. Oliven, warum das denn? Das ist schlecht.
Das ist schlecht. Die wollen wir eigentlich haben. Hat noch jemand Oliven für uns? Oliven bringt nämlich sklavennationale Zufriedenheit plus 8%. Warum müssen wir da Beziehungen verbessern? Schaut mal, ein Punkt ist es. Das ist ja ärgerlich. Wer ist das hier? Frentanien. Das sind doch unsere Freunde. Warum handeln die nicht mit uns? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, da müssen wir was tun. Ich würde mal sagen, wir senden mal spontan ein Geschenk. Die Frage ist, wenn das abläuft, beenden sie dann den Handel wieder? Eigentlich müsste es jetzt klappen. Ja. Ich will diesen Bonus haben. So, gut. Es ist an der Zeit, dass wir Besitztum mal wieder verteilen. Da hatte ich gesagt, da will ich dem Oberhaupt, dem Statthalter von Magna Graecia, was zukommen lassen. Unserem Kollegen Norba erhält er. So. Loyalität. Sehr schön. Ach so, okay. Nur wenn wir uns das selber geben, dann bekommen wir Korruption. So ist das. Industrieunfall in Populonium. Uns wurde von einem großen Arbeitsunfall in der Nähe von Populonium in Dodekapolis berichtet. Unedle Metalle machen den Hauptexport der Stadt aus und es scheint, dass die Verantwortlichen die strukturelle Integrität vernachlässigt haben, um mit der hohen Nachfrage Schritt halten zu können. Ein gewaltiger Einsturz hat die Sklaven der zu diesem Zeitpunkt arbeitenden Schicht fast vollständig ausgelöscht und die Eigentümer haben sich an die Provinzbehörden gewandt, um Entschädigung für den Wiederaufbau der Produktion zu erhalten. Die Sklaven selbst sind mit dem Verlust ihrer Freunde und ihrer Familie sehr unzufrieden und könnten uns Probleme verursachen, sollten wir keinen guten Willen zeigen. Ohne erhebliche Reparaturen kann die Produktion nicht aufrechterhalten werden und ohne die Sklaven zu entschädigen, werden sie schon bald Probleme verursachen. Tja, aber erinnert ihr euch dran, das ist das Gebiet, was wir eigentlich den Etruskern sowieso zurückgeben wollen. Insofern würde ich mal sagen, sollen sich doch die Etrusker mit diesen Sklaven herumschlagen. Es wird keine Auszahlung geben. Und in dem Fall erinnere ich mich daran, dass wir gleich mal, können wir doch eigentlich gleich mal Populonium ihnen geben. Dann haben sie nämlich gleich das Problem an den Hacken. 7 Gold kriegen wir dafür. Prima. So, jetzt aber gucken wir uns nochmal die Mission genauer an. Das ist jetzt wichtig. Also, wir arbeiten daran, diese hier zu erfüllen, die nördlichen Latiner. Jedes Territorium in der Provinz Wallis in Arni und Ligurien befindet sich im Besitz von Rom. Okay. Oder den Untertanen. Das sind ja Untertanen, das ist also kein Problem, das passt. Auf ins Padustal, um das hinzubekommen, müssen wir... es gibt eine Revolte dort. Das ist natürlich jetzt... es wäre jetzt natürlich toll, wenn wir dort jetzt den Anspruch hätten. Das würde die Sache jetzt sehr erleichtern. Aber wir haben einfach keinen Anspruch. Warte mal, ihr könnt momentan keinen Krieg erklären, dass sich euer Land im Chaos befindet. Oh mein Gott, die Stabilität ist so schlecht, dass wir überhaupt gar keinen Krieg erklären können. Unter 20 gilt als Chaos. Das sollten wir uns auch nochmal bewusst machen. Okay. Gut, also wir können die Situation jetzt eh nicht ausnutzen. Die Frage ist, ob wir nicht trotzdem schon mal einen Anspruch... Ach nee, geht auch nicht, weil ich die 20 nicht habe. Na. Ja, wir brauchen das hier unten unbedingt. Hier sind wir jetzt auf Maximum. Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Jetzt aber erstmal nochmal zu dem Thema Mission. So, das ist klar. Also wir müssen hier zwei Kriege führen. So, dann italienischer Bundesgenosse. Eine genuesische oder andere italienische Nation existiert im Cisalpinen Gallien, die zu Rom oder dessen Untertan benachbart ist, nicht mit Rom verbündet ist, selbst kein Untertan ist, mindestens 4 Territorien hat, mehr als 50 Meilen gegenüber Rom hat und von niedrigerem Rang als Rom ist. Na, okay, das wäre möglich gewesen, um ein Bundesgenossen zu bekommen. Warte mal, das muss eine genuesische oder andere italienische Nation im Cisalpinen Gallien. Das trifft meines Erachtens nur
Außer dass, ja, außer die würden sich jetzt hier irgendwie abspalten. Das wäre hier noch eine Möglichkeit, das zu erreichen. Ansonsten wäre das nur diese und die ist ja schon unser Untertan, deswegen würde das hier nicht wirksam werden. Freundschaft mit gallischen Stämmen. Meine gallische Nation ex. Ah, nee, warte mal. Das ist ja auch gar keine genuesische. Okay, das heißt, das können wir auf keinen Fall schaffen. Und hier, eine gallische Nation existiert, das ist mit denselben Bedingungen verbunden. Okay, alles klar. Das könnten wir schaffen, wenn die sich diese Stämme spalten würden. Dann könnten wir mit einem davon Freundschaft bekommen und dann würden die irgendwie uns untertan werden, vermutlich über diesen Missionsbaum. Okay, kann sein, dass wir eins von diesen beiden hier schaffen, ansonsten wird es dann hier weitergehen. Prima. Ja, interessant. Diese Missionen machen Laune. So, jetzt aber zu dem anderen Thema. Wir müssen irgendwie jetzt Tarentum und Sipontum irgendwie in den Klientelstatus bringen. Wir sind bei 170 angekommen. Was ist denn da los? Momentane Stärke minus 50? Was soll das bedeuten? 120, 92, 120. Potenzielle Stärke plus 35. Hm. 106. Verbessert sich hier noch was? Vielleicht verbessert sich noch was. Tarentum? Ne, wir sind eigentlich beim Maximum. Aggressive Expansion kann noch runtergehen, ja. Das ist das Einzige. Da könnten wir, wenn wir auf 0 gehen, aber das ist unwahrscheinlich, könnten wir noch 7 Punkte mehr bekommen. Plus das Geschenk, was noch möglich ist. Darksil kriegen wir 12 Punkte mehr. Beides zusammengenommen würde es reichen. Alleine das Geschenk reicht nicht. Tja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Na gut, vielleicht müssen wir einfach noch abwarten. Vielleicht tut sich da noch was. Im Moment haben wir auch eh noch keinen Kriegsgrund. Wir können eh noch nicht diesen Angriff führen. So, unsere Einnahmen sind runtergegangen auf 3,65. Was hier passiert? Okay, ein sipontischer und bedeutender Charakter. Ja, eher unwichtig. Ist in unser Land gekommen, der letzte der Argyraspiden. Einer der legendären Veteranen der Silberschilde. Das Rückgrat von Alexanders Armee. Ach, der ist bei uns angekommen. Doch kein unwichtiger Typ. Bittet um Unterkunft in Rom. Sie wurden nicht oft gesehen, nachdem sie Eumenes verrieten, indem sie ihn an Antigonos übergaben und die Einheit vom General getrennt und aufgelöst wurde. Es scheint, dass Marsyas Euryklit aus Sipontum verbannt wurde. Gut, er ist auf jeden Fall auch politisch auf unserer Seite. Ist er sonst noch, hat er sonst noch was Besonderes? Energisch, unverblümt, kalt. Ja gut, aber so eine besondere hochstehende Persönlichkeit heißen wir ihn willkommen, geben ihm die besondere Bürgerschaft. Ja, gibt es keinen Grund jetzt, ihm das zu verwehren, denke ich. Er ist willkommen in Rom. Okay. So, Stabilität steigt langsam. Auch das ist ja die Voraussetzung überhaupt, dass wir einen Krieg beginnen können. Aggressive Expansion, sinkt nur langsam wiederum ebenfalls. Hastai erfordert Hilfe gegen Karthago. Wir haben einen Gesandten mit dringender Botschaft aus dem Kleinstaat Hastaia erhalten. Hier unten, okay. Nereildun-Nisunus bittet um sofortige Unterstützung gegen Karthago, die, wie er sagt, heimtückisch in sein Land eingedrungen sind. Haben die Probleme mit Karthago? Oh ja, sie sind im Krieg mit Karthago, okay. Der Gesandte hat viele Stunden vor unserem Senat verbracht und argumentierte leidenschaftlich, dass, sollten die Städte von Hastaia fallen, es nur eine Frage der Zeit ist, bis Karthago auch versuchen wird, in Rom einzudringen und es zu zerstören. Angesichts unserer widerstreitenden Interessen mit Karthago im Mittelmeerraum und ihrer fortgesetzten Expansionspolitik könnte dies eine Gelegenheit sein, um die Lage zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Wie sollen wir antworten? Das korrespondiert sehr schön mit dem, ich glaube, es ist der Beginn des Zweiten Punischen Krieges, ne? Mit dem Hilferuf einer Stadt hier, einer iberischen, dessen Name mir gerade, ich glaube, es war Emporion. Ja, diesmal ist es Hastaia. Allerdings haben wir uns, also es heißt noch nicht unbedingt Kriegserklärung, es bedeutet nur, dass wir Ansprüche erhalten und für ein Jahr lang
reduzierte Kosten haben. Also das ist quasi die Vorbereitung auf den Krieg. Wir würden aber wieder Stabilität verlieren. Das heißt, unser eigentliches Ziel würden wir aus den Augen verlieren. Das passt jetzt nicht in unseren Plan, Leute. Muss ich einfach mal so sagen. Übrigens, Karthago hat hier gewonnen. Ne? Sie haben alles gewonnen. Offenbar waren die verbündet. Okay, da gibt es keine anderen Stämme mehr. Ja, passt trotzdem nicht in unseren Plan, Leute. Wir verleugnen das. Hestaja, wer kennen wir ja wirklich nicht. Dafür verliert Appius Claudius Caudex 10 Beliebtheit für diese Entscheidung. Aber immerhin beruhigte Mittelmeerhändler für immerhin 5 Jahre, erhöhte Steuern, erhöhten Handelswert und erhöhte nationale Zufriedenheit. Und die Boni finden das außerdem noch toll. Karthago erhält 20 Meinung. Toll. So, okay, wir sind bei 80%. Taurinien, 1. März 472 wäre das geschafft. Aggressive Expansion geht weiter runter. Ich denke mal, ich lasse jetzt nochmal bis zum 1. März das Ganze laufen. Der Bürgerkrieg scheint aber relativ schnell zu Ende zu gehen in Subrien. So, wir haben den Kriegsgrund. Und damit wären wir logischerweise kriegsbereit. Wir gucken mal. Ah, schaut mal, Etrurien ist noch nicht loyal genug, in diesen Krieg zu ziehen. Tarentum und Sipontum auch nicht. Finde ich ja merkwürdig. Wir haben da Beziehungsaktionen ohne Ende. Na gut, der Rest wäre aber dabei. Sie haben keine Verbündeten. Und insofern bin ich gespannt, wie viele Soldaten sie aufbringen können. Hier sehen wir, was ist das denn? Sind die noch in einem anderen Krieg? Oh, tatsächlich. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit. Wobei wir aufpassen müssen, dass wir hier nicht Land an die anderen noch verlieren. Das wäre ja super ärgerlich. Okay, also unbedingt, der Krieg muss beginnen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.